Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuesten Video. Heute wollte ich mal wieder meine Nägel verlängern. Ich habe die jetzt schon gekürzt und entfettet und ich wollte euch heute mal zeigen, mit was ich heute meine Nägel verlängern werde. Ich habe mir über Internet ein Polygel-Set bestellt und da wollte ich euch jetzt mal zeigen, was in dem Set jetzt erstmal alles dabei war. Also es waren natürlich erstmal solche transparenten Nägel dabei in verschiedenen Größen. Ich zeige euch mal den einzelnen Nagel, der ist also transparent, der Nagel, und muss man natürlich nachher aussuchen, welche Größe da zu einem zu dem eigenen Nagel nachher passt. Und hier kann man die Nägel nachher schön anfassen und wegziehen vom Naturnagel. Zeige ich euch nachher mal, wie ich das mache. Also diese Nägel waren in diesem Set dabei. Dann war so eine Nagelfeile dabei in so schönen Regenbogenfarben hier. Dann war dabei ein Pinsel, also dieses ist auf zwei Seiten jetzt. Auf der einen Seite ist jetzt der Pinsel. Den brauchen wir nachher für das Polygel. Und dann ein Spatel. Den braucht man jetzt auch nachher für dieses Polygel. Ist zweiseitig, ist sehr geschickt, dass man nicht zwei Teile da immer liegen hat, dass man eben dieses hier auf dieser Seite hat und auf der anderen Seite gleich diesen Spatel da. Also dieses war noch im Set mit dabei. Dann war dabei so ein Bildergel. Dieses braucht man nachher auch mal. Ist so eine Flüssigkeit, braucht man nachher für das Polygel. Dieser Bilder war noch dabei. Und dann war noch dabei natürlich das Polygel. Dieses gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt die Farbe Pink bestellt, gibt es aber auch in Transparent und Weiß und noch in anderen Farben. Und dieses Polygel ist für LED und auch für UV-Lampen geeignet. Zeige ich euch nachher mal, wie ich dieses auftrage. Also dieses war im Polygel-Set noch dabei. Dann war noch dabei ein Base Coat. Und dann war auch noch dabei ein Topcoat. Und dann war natürlich auch noch eine kleine LED-Lampe dabei. Die zeige ich euch mal. Die ist so süß. Also es war auch noch ein USB-Kabel dabei, damit man diese Lampe hier aufladen kann. Und die Lampe selber ist in rosa. Schaut mal an, und die ist so klein. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, dieses Lämpchen da. Ich habe diese rosafarbige jetzt genommen. Da steht auch vorne drauf Sun Mini UV LED Nail Lamp. Und die ist wirklich sehr klein und die hat unten hier diese Lämpchen hier dran. Und dann kann man auch hier diese Füße hier aufklappen. So. Und dann kann man dieses Lämpchen einfach auf den Tisch stellen und hier die Gelnägel eben trocknen. Ja, also dieses Lämpchen ist so süß. Da sind also die Lämpchen nochmal. Und so sieht die Lampe von oben aus. Die stelle ich jetzt mal hier hin. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und ich nehme euch einfach mal mit, wenn ich jetzt meine Nägel hier mit dem Polygel verlängere. Ich habe jetzt diese Flüssigkeit hier erstmal in dieses Gefäß hier gemacht. Brauchen wir jetzt gleich mal. Und hier sind schon meine Nägel. Weil die jetzt transparent sind, sieht man die jetzt hier nicht. Und zuallererst werde ich hier dieses Base Coat da auf die Nägel geben. Damit das Polygel auch besser hält. Das gebe ich mir jetzt hier auf die Nägel. Ich hoffe, man kann was sehen. Ja. Da gebe ich mir aber eine ganz dünne Schicht drauf.
Nur ein bisschen. So, und jetzt gebe ich dieses Mal in das Lämpchen, okay, und den Daumen mache ich gleich extra. Ihr seht, Lämpchen brennt. So, jetzt gebe ich mal dieses darunter. Die geht automatisch aus. Man muss da gar nichts machen. Wenn das Licht ausgeht, ist es auch schon gehärtet. Und die Lampe ist so süß, die ist richtig geschickt. Auch wenn man mal wegfährt, kann man die ruhig mitnehmen. Auf Reisen ist die sehr geschickt. Die passt überall rein, weil die so klein ist. Die hat etwa die Größe eines Handys. Und teilweise ist ein Handy sogar größer als dieses Lämpchen, so klein ist die. Also das Licht ist jetzt ausgegangen, wie ihr gerade gesehen habt. Und jetzt mache ich den Daumen noch. So, mache ich das auch wieder an. So, dieses müsste jetzt auch schon trocken sein. Dieses ist jetzt mal zu, dieser Base Coat. Jetzt fange ich mal an mit dem kleinen Finger hier. Also es muss immer so rum sein, dass man die nachher hier wegmachen kann. Also diese zwei Plastikdinger, die Stifte da, die am Ende des Nagels hier sind, müssen also nach vorne schauen. Jetzt nehme ich da diesen Spatel und gebe mir von diesem Polygel ein bisschen auf diesen Spatel, so erbsengroß, also ziemlich dünn, nicht so viel. Zeige euch das mal. Also so viel habe ich jetzt auf dem Spatel. Und da nehme ich dieses jetzt. Und da schaue ich jetzt, wie lang ich natürlich diese Nägel hier haben möchte. Und ich tue mir das erstmal hier ablegen. So. Es ist so zäh, so ein bisschen. So ein klebriges Gel. So habe ich das jetzt drauf gemacht. Und jetzt nehme ich die andere Seite. Da ist der Pinsel. Moment, da muss ich dieses Plastikzeug noch mehr. Auf der anderen Seite ist jetzt dieser Pinsel. Und jetzt gehe ich mit diesem Pinsel in diese Flüssigkeit hier rein. Dass der Pinsel schön getränkt ist. Und jetzt schiebe ich dieses Gel auf dem Nagel schnell mal vor, wie lang ich eben die Nägel haben möchte. Ich muss halt nur hier gucken, damit man es auch schön hier auf der Seite gleichmäßig hat. Ich
mache es ein bisschen noch länger. Nachher muss man nämlich die Nägel noch feilen. So, noch ein bisschen Flüssigkeit. Da kann man nämlich richtig schön das so schieben. Ja. Ihr seht, so sieht das jetzt aus. Ich drücke das ein bisschen so an. Ja, so. Müsste reichen. Und jetzt nehme ich mir diesen Nagel und setze ihn mir einfach gerade hier drauf. Jetzt muss ich mal kurz das nehmen, sonst sehe ich nichts. Da muss also gerade, drückt es so ein bisschen an. Ich nehme das so, also gerade, ich drücke das hier ein bisschen an. So. Die Seite ein bisschen andrücken. So, also so sieht das jetzt aus. Und jetzt gehe ich mit diesem unter die Lampe. Braucht natürlich ein bisschen Übung mit diesem Polygel. Ich muss da natürlich noch ein bisschen üben und man muss halt wissen, wie viel man da auf den Spatel geben muss. Wenn es zu dick ist, ist es auch nichts. Dann hat man richtig dicke Nägel nachher. Und wenn es zu dünn ist, ist auch nichts. Denn dann könnte es sein, dass die eben schnell abbrechen und nicht lange halten. Und ich muss da irgendwie noch so den Dreh rausbekommen, wie viel man eben von diesem Polygel eben auf diese Nägel machen soll oder muss. Jetzt ist das Lämpchen ausgegangen, wie ihr gesehen habt. Jetzt nehme ich mal das raus. Moment, da hängt ein Haar. Also so schaut das jetzt aus. Jetzt müsste es eigentlich trocken sein, weil die Lampe ist ausgegangen. Und jetzt werde ich mir diese Nägel hier runternehmen. Und dann nehme ich an der Seite eben, fasse ich diese beiden Plastikstifte hier an, so. Und dann drehe ich diese Nägel einfach ein bisschen und dann sind die schon unten. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Ich habe nämlich dieses Polygel jetzt nur einmal ausprobiert, einmal ausgetestet. Und jetzt hoffe ich, dass es beim zweiten Mal nochmal klappt. Also ich drehe das jetzt einfach und schon ist der Nagel weg, seht ihr? Den kann man natürlich jetzt nachher reinigen und wieder benutzen. Also ich habe die schon benutzt und man kann die auf jeden Fall wieder benutzen. Man muss diese Plastiknägel eben nur gut reinigen. Jetzt lege ich mal diesen Nagel beiseite, weil den kann ich jetzt nicht mehr benutzen, weil da ist ja schon dieses Polygel drin gewesen. Mache ich jetzt auf die Seite und nachher reinige ich die. Also so sieht es jetzt aus, dieser Nagel. Und der muss jetzt hier natürlich noch gefeilt werden. Jetzt muss ich gerade mal selber schauen, also ich hätte jetzt können ein bisschen dicker machen, ist ein bisschen zu dünn geworden, aber ich werde das jetzt wegfeilen und dann kommt noch das Topcoat drauf und ich lasse das jetzt so, ich mache das jetzt nicht mehr weg. Er ist jetzt hier ein bisschen abgebrochen, wie ihr sehen könnt, hier, aber das liegt jetzt daran, dass ich hier vorne ein bisschen zu dünn gearbeitet habe. Ich hätte so ein bisschen dicker das Polygel auftragen. Aber ich bin ja noch in der Übung mit diesem Polygel. Jetzt mache ich mal den Ringfinger. Also dieser Nagel, wie ihr sehen könnt, passt hier drauf. Ne, der passt hier. So. Und jetzt werde ich da auch nochmal dieses Polygel drauf machen. Ich glaube, jetzt mache ich ein bisschen mehr drauf. Also hier. So. Dieses Polygel ist so richtig klebrig, das klebt richtig. Ich habe jetzt mal so viel drauf gemacht. So. Und jetzt nehme ich mir hier diesen Nagel hier und streife das hier wieder ab. Ich bin ja mal wieder hier ungeschickt, aber gut, ich habe natürlich darin jetzt auch nicht so eine Übung. Und jetzt sieht es mal so aus. Ich habe das hier mal oben abgestreift und jetzt werde ich dieses Gel wieder mit dieser Flüssigkeit hier
nach vorne schieben. Da muss man halt immer gucken, dass der Pinsel genug mit dieser Flüssigkeit getränkt ist. Jetzt habe ich mir dann ein bisschen noch von der Flüssigkeit hier reingegeben. Jetzt tue ich den Pinsel ein bisschen anfeuchten und schiebe mir das Gel bis vorne hin fast, weil ich kann das nachher ja kürzer feilen. Weil wenn die dann zu kurz sind, kann man die natürlich jetzt auch nicht mehr verlängern. Und man muss halt gucken, dass man eben hier auch gut das Gel an die Seiten hier verteilt. Dass das Gel eben hier auch schön an die Seiten kommt. Jetzt muss ich es mal ein bisschen für mich ein bisschen näher. So. Also da ist jetzt das Gel hier drauf, dieses Polygel. Und jetzt schnappe ich mir das und es kommt jetzt hier gerade auf den Ringfinger drauf. Muss nur gucken, dass dieses gerade ist. Ich drücke das jetzt auch ein bisschen hier an, an den Seiten. Da kommt ein bisschen Gel aus den Seiten raus, aber das macht gar nichts. Das können wir ja nachher mal wegfeilen. Also auf jeden Fall, so ist jetzt der Nagel. Also die Lampe ist ausgegangen, so sieht es aus jetzt. Und jetzt nehme ich wieder hier an der Seite und drehe das ganz leicht, ne, so ein bisschen hin und her. Und so sieht es jetzt aus. So sieht dieser Nagel jetzt aus. Ist jetzt schön lang. Muss ich nachher gleich feilen. So, und jetzt kommt der mittlere Nagel dran. Den habe ich jetzt auch schon ausgesucht, dass dieser passt. Der passt also auch drauf. Der darf jetzt hier an den Seiten nicht zu klein sein, weil sonst kann er sich lösen. Er darf aber auch nicht zu groß sein. Er muss also schon genau auf den Naturnagel passen. Und jetzt nehme ich mir hier wieder ein bisschen Polygel auf diesen Spatel drauf. Und ein bisschen drücken, weil es ist wirklich sehr zäh, dieses Polygel. So viel habe ich jetzt da wieder genommen. Und gebe mir dieses Polygel jetzt wieder hier drauf. Das klebt so. Und ich werde jetzt wieder hier in die Flüssigkeit reingehen mit dem Pinsel und mir dieses Gel hier nach vorne schieben. Mal schauen, ob ich die Flüssigkeit jetzt noch ein bisschen, es geht noch, ein bisschen ist noch da. Noch ein bisschen nach vorne. Mal schauen, wo ist das? So. Moment, da noch ein bisschen. Man muss halt gucken, dass man auch auf den Seiten genügend von diesem Polygel hat. Sonst fehlt es nachher. Das würde dann auch nicht schön aussehen. So, und jetzt nehme ich dieses wieder. So. So, jetzt nehme ich dieses Gel hier. So ist jetzt der Mittelfinger und wieder ab in die Lampe damit.
So, die Lampe ist wieder ausgegangen. So sieht es aus. Jetzt nehme ich wieder hier und drehe das leicht und mache den Nagel jetzt weg. Zack, Nagel ist weg. So sieht der jetzt aus. Ganz zum Schluss werde ich die natürlich jetzt noch feilen. Und jetzt werde ich alle Nägel mal so machen. Zwischendrin gar nicht mehr mitgefilmt, sonst wäre das Video viel zu lange geworden. Ich habe jetzt alle Nägel fertig gemacht, ich habe die noch in Form gefeilt und dann habe ich mich noch für ein UV-Gel entschieden und ich habe diese Farbe jetzt genommen, diese schöne Lila. Die Farbe heißt Dark Orchid. Es ist von Melano Nails und so schaut die Farbe jetzt aus. Also ich finde die Farbe richtig schön. Und mal sehen, wie lange jetzt diese Polygel-Nägel halten. Es war ganz so, meine Lieben, die Polygel-Nägel sind jetzt fertig. So schauen die jetzt aus. Ich finde diese Farbe jetzt richtig schön. Ich habe jetzt auch länger gebraucht, als ich gedacht habe. Aber ich muss da natürlich noch mehrmals üben. Dann klappt es besser. Dann werde ich vielleicht auch schneller fertig. Auf jeden Fall, es ist natürlich jetzt nicht perfekt. Aber sie sind auf jeden Fall länger und nicht so kurz, wie sie waren. Das sind jetzt die Nägel und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die halten. Und ich habe dann auch noch einen Topcoat drüber gemacht, dass die noch ein bisschen glänzen, die Nägel. Ja, das war jetzt mein Video über dieses Polygel da. Dieses habe ich jetzt benutzt und ich habe jetzt nur dieses Pink da. Aber man kann, wie ihr sehen könnt, auch eine andere Farbe drüber pinseln, ein anderes UV-Gel drüber geben. Ja, das kann man also ganz gut machen.